Das ist der Stoff, aus dem in Straubing der Erfolg ist und aus dem die Träume sind. Biomasse, in diesem Fall Raps, bringt den Hafen nach vorne und soll Straubing zu einer neuen Industriemetropole an der Donau machen. Grüne Chemie made in Niederbayern als Ziel für die Zeit, wenn das Erdöl endgültig zu Ende sein wird. Der Weg dahin ist noch weit und anfangs hatte es der Straubinger Hafen nicht leicht. Er wurde mit großen Hoffnungen vor gut 15 Jahren eröffnet. Doch die Flächen rund um den Hafen, im damals größten neuen Industriegebiet Bayerns, blieben anfangs leer. Schiffe fanden den Weg nach Straubing nur selten. Hafenmeister Martin Bayer hat damals verschwiegen, wo er arbeitet, um keine blöden Sprüche hören zu müssen. Ja, zum Beispiel hat es da den Witz gegeben, ne, den Unterschied zwischen Hafen Straubing und Hafen Hamburg. Ne. Also in Straubing hat man gesagt, ahoi, ein Schiff. Ne, und in Hamburg hat man gesagt, Schiff, ahoi. Ne. Heute dagegen erzählt Hafenmeister Martin Bayer gerne, dass sein Hafen es beim Schiffsumschlag auf den 3. Platz der Häfen in Bayern geschafft hat, hinter Regensburg und Aschaffenburg. Während in fast allen bayerischen Häfen die Umschlagszahlen sinken, stiegen sie in Straubing das 4. Jahr in Folge. Das schöne Gefühl dabei ist, ein Teil von dieser Erfolgsgeschichte Hafen zu sein. Wenn man natürlich von der Pike auf dabei ist, hat das miterlebt, zuerst ganz wenig, nichts. Und jetzt dieser heutige Stand, was der Hafen Straubing hat. Ne? Hauptgrund für den Erfolg ist diese Ölmühle, in der Raps zu Öl gepresst wird. Man braucht hier mehr Raps, als in ganz Bayern wächst. Je nachdem, wie die Ernten in Europa ausfallen, kommen deshalb die 600.000 Tonnen Raps für die Ölmühle aus Bulgarien, Rumänien oder Ungarn. Die Ölmühle wurde von Landwirten gebaut und war insolvent. Jetzt gehört sie zum internationalen Konzern ADM und ist erfolgreich, weil sie global agieren kann. Das Öl geht zu einem Drittel in den Lebensmittelmarkt, zu zwei Dritteln wird daraus Biodiesel. Der Biodieselmarkt ist aber in Deutschland zusammengebrochen, als die Bundesregierung 2008 den Sprit aus Raps stärker besteuert hat. Die kleinen Ölmühlen sind fast alle pleite gegangen. Doch in Europa besteht seit 2 Jahren Beimischungspflicht. Das heißt, jeder Liter Diesel an Europas Tankstellen enthält mindestens 5% Biodiesel. Das Geschäft ist in der Hand der großen Konzerne. Der Großteil des Öls verlässt den Straubinger Hafen mit dem Zug. Doch für den Transport des Rohstoffs Raps hierher ist der Schiffsweg unschlagbar. Für 15 Euro kann man eine Tonne Fracht beispielsweise von Straubing nach Budapest fahren. Für 15 Euro kann man dieselbe Tonne Fracht mit dem Lastwagen nur von Straubing nach Augsburg fahren. Hafenmeister Martin Bayer bedient nicht nur den großen Kran. Was haben wir an Tonnage? 2047. Er führt auch die Statistik, kümmert sich um die Disposition der Kräne und hilft den Kapitänen in allen Lebenslagen weiter. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, eine gute Fahrt. Sein Job könnte noch stressiger werden, wenn Straubing Zentrum der neuen sogenannten grünen chemischen Industrie wird. Davon träumt man hier. Denn nur Standorte an Häfen sind interessant für Unternehmen, die nachwachsende Rohstoffe in großem Stil verarbeiten. Diese haben eine viel geringere Energiedichte als Erdöl. Deshalb braucht man riesige Mengen davon. Und die kann man nur auf einem Fluss kostengünstig und ökologisch nachhaltig transportieren. Vor 150 Jahren entstanden Industriezentren dort, wo es Kohle gab. Daraus entwickelte sich später die erdölbasierte Chemieindustrie entlang des Rheins. Straubing will in der Zukunft, wenn das Erdöl zu teuer oder ganz zu Ende sein wird, eines der neuen Zentren sein am grünen Chemiegürtel Europas. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Wissenschaft, Forschung und Lehre rund um die nachwachsenden Rohstoffe sind in Straubing fest etabliert und werden ja gerade im Moment kräftig ausgebaut. Der fruchtbare Gäuboden, der Bayerische Wald, die liefern die Rohstoffe. Und was nicht bei uns wächst, das können wir über die Donau
kostengünstig hierher transportieren und unsere hochmotivierte Mannschaft im Hafen wartet geradezu auf diese Rohstoffe. Aber das Entscheidende, glaube ich, ist, dass sich die Menschen und die Verantwortlichen in der gesamten Region auf dieses profilgebende Thema nachwachsende Rohstoffe verständigt haben. Das klingt wie ferne Zukunftsmusik, aber hier steht schon ein erster Baustein für Straubing als Zentrum der neuen grünen Chemie. In dieser Anlage wird die Südchemie ab kommendem Sommer aus Stroh Ethanol herstellen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Produktionsstart. 7 Jahre lang haben Forscher in München an der Idee gearbeitet. In einer kleinen Versuchsanlage dort funktioniert es schon. Das Abfallprodukt Stroh wird zu Ethanol, mit dem man Autos betanken kann. Die Straubinger Anlage ist die größte ihrer Art in Deutschland. Sie ist aber immer noch keine Produktions-, sondern eine Demonstrationsanlage. Mit den 1000 Tonnen Ethanol von hier können 1200 Autos ein Jahr lang fahren. Dr. André Koltermann ist von der neuen Technik überzeugt. Neu ist daran, dass wir eine gänzlich heimische Energiequelle, die bislang noch nicht erschlossen ist, nutzen. Agrarreststoffe mit einem großen Potenzial. Plus, dass diese Energiequelle CO2-neutral ist und wir auch keinerlei Konkurrenz zu Lebensmitteln haben. Noch ist diese Technik allerdings in der Erprobungsphase. Weltweit versuchen 2 Dutzend Unternehmen, die Stroh-zu-Ethanol-Technik produktionsreif zu bekommen. Denn es geht um riesige Märkte. In den USA gibt es dafür sogar hohe Zuschüsse. Trotzdem hat sich die Südchemie für Straubing entschieden. Das Stroh wird vorerst aus dem Gäuboden kommen. Und das Kerngeschäft von Hafenmeister Martin Bayer bleibt der Raps für die Ölmühle. Solange, bis Straubing das Zentrum der grünen Chemie in Bayern sein wird.